Auf dem Stand der Quality Engineering ist jetzt Herr Rimmelsbacher, Geschäftsführer von Pickard und Partner. Schönen guten Tag, Herr Rimmelsbacher. Guten Tag. Herr Rimmelsbacher, mit welchen Neuheiten sind Sie denn dieses Jahr auf die Messe gekommen? Was für uns ganz besonders spannend ist, ich hatte letztes Jahr an gleicher Stelle davon erzählt, dass wir genau an diesem Tag, als ich das Interview hatte, die Firma IDOS übernommen haben. Und jetzt ist ein Jahr vergangen und der Trend geht jetzt zum Zweitstand. Also wir haben jetzt zwei Messestände hier. Wir sind weiterhin mit unserem eigenen Stand vertreten und zum zweiten eben am SAP-Partnerstand mit den IDOS-Produkten. Und das ist auch eine unserer größten Neuheiten, dass wir eben Produktwelten von zwei Firmen jetzt hier mit dabei haben. Für Sie natürlich ein bisschen mehr Aufwand. Wie weit sind die beiden Stände auseinander? Sie sind in derselben Halle, aber am entgegengesetzten Ende. Okay, aber selbe Halle. Ist ja schon mal gut. Herr Rimmelsbacher, welche Vorteile bieten sich denn Ihren Kunden durch den Zusammenschluss von Pickard und IDOS? Es ist ja so, dass wir bei Pickard haben wir ein vollständiges MES- und CRQ-System für alle Aufgaben über die Wertschöpfungskette. Und mit den IDOS-Produkten können wir den SAP-Markt, den wir bisher auch schon bedient haben, noch besser bedienen, weil wir eben zusätzlich zu den vollständigen Systemen auch Subsysteme speziell im Bereich SAP QM mit anbieten können. Und durch den Zusammenschluss unserer beiden Unternehmen sind wir eben auch in der Lage, die verschiedenen Module und Funktionen beider Welten miteinander zu integrieren und so für alle Kunden, sowohl für die Pickard als auch für die IDOS-Kunden, zusätzliche Mehrwerte und Nutzen zu generieren. Und das ist einfach durch die Tatsache, dass wir eben jetzt diese verschiedenen Produktwelten haben, die aber im selben Umfeld spielen, ist einfach eine ganz tolle Geschichte, die uns auch entsprechende Skalierungseffekte ermöglicht. Ihr Unternehmen kommuniziert ja die Vision, stell dir eine Welt vor, in der alle Produkte wie erwartet funktionieren. Können Sie uns das erklären? Ja, das kann ich erklären. Und zwar ist es ja eigentlich ein wunderschönes Ziel, sich das vorzustellen. Und deswegen arbeiten wir auch jeden Tag an dieser Vision. Und das machen wir, indem wir den Unternehmen helfen, bekannte Fehler von vornherein zu vermeiden und anstatt die dann eben später zu entdecken oder im schlimmsten Fall Rückrufe in Millionenhöhe durchführen zu müssen. Und da haben wir unsere ganze Produktwelt, wir haben aber auch andere Vorgehensmodelle, wie solche Projekte in der Tat umgesetzt werden. Das ist einfach eine Sache, wo wir durch eine Modularisierung und auch diese Industrie 4.0 Aspekte, dass wir eben iterativ vorgehen, agil vorgehen, dass wir auch Einzelprojekte, Teilprojekte machen und nicht immer ein gesamtes IT-Projekt über zwei Jahre durchführen, wo man dann nach zwei Jahren feststellt, was alles falsch geplant wurde, indem wir diese Dinge eben adressieren. Und wir haben da sogar jetzt auch eine extra Website dafür gemacht, die heißt nullfehlersindmöglich.de. Und da rede ich dann auch ein bisschen ausführlicher drüber. Da haben wir über 20 Minuten und nicht nur die zwei, drei, die wir hier haben. Null Fehler sind möglich, das ist ein sehr schönes Motto. Eins der aktuellen Schlagworte, die ja auch hier gerade über die Messe geistern, ist Industrie 4.0. Mhm. Wie stehen Sie dazu? Also wir beschäftigen uns schon viele Jahre damit. Und zwar, weil wir nicht nur im Qualitätsmanagement ja unterwegs sind, was hier natürlich der Hauptfokus ist, sondern auch im Produktionsmanagement, also Maschinendaten, Betriebsdaten, Prozessdaten und alles Mögliche. Und Industrie 4.0 ist ein ganz wichtiger Treiber für uns. Wir haben da schon seit vielen Jahren Systeme und Produkte laufen, die vor allem durch diese Fehlervermeidungsstrategie, indem wir Qualität, Produktion und Prozess verheiraten, eben sicherstellen, dass die Prozesse tatsächlich zu null Fehlern werden. Und da steckt so viel Industrie 4.0 drin, weil ich alle Systeme, alle Partner, alle Softwareprodukte, die ich im Einsatz habe, alle miteinander integrieren muss. Was nützt es mir, die beste Qualität zu haben, wenn die Maschinen nicht richtig ausgelastet sind oder umgekehrt? Und durch diese Verheiratung beider Welten kommen wir diesem hehren Ziel sehr nah. Und wenn ich mir diese Industrie 4.0 Konzepte anschaue, da ist nicht so arg viel Neues dabei, was wir nicht schon tun, sondern es wird alles in einen anderen Kontext gesetzt. Und da arbeiten wir täglich dran und das macht einen Riesenspaß. Herr Rimmelsbacher, schönen Dank für diese Einschätzung. Viel Erfolg noch auf der Messe und auch viel Erfolg mit Ihrem Partner gemeinsam auf den Märkten. Dankeschön, vielen Dank.